Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Top 10 CSGO Skins Video. Dieses Mal geht es um die Desert Eagles. Fangen wir direkt mit Platz 10 an. Da liegt die Desert Eagle Crimson Web. Jetzt hier in dem Beispiel mit Steady, aber darauf achten wir gar nicht. Auch die Sticker sind fast etwas störend. Moment. Die liegt auf meinem 10. Platz. Wir schnuppern mal bei Skin Baron rein, um zu gucken, wie die Preise da so am Start sind. Wir haben uns geeinigt, dass wir Schnäppchen zuerst öffnen. Ich zeige euch die Preise hier wieder auf Skin Baron, dem Partner, wenn es darum geht, Skins zu verkaufen oder eben zu kaufen. Für echtes Pinke-Pinke, ne? Auf meinem 9. Platz liegt die Corinthian. Haben wir gerade gestern im Stream wieder gesehen. Ein ziemlich schickes Teil, gerade eben, weil die Details so krass ausgearbeitet sind. Natürlich gibt es hier auch wieder im Video ein Giveaway für euch. Es gibt irgendeine Deagle für irgendjemanden, der schön aktiv hier mitkommentiert. Preistechnisch liegen wir dabei ja bei einem Euro Einsatz erprobt, beziehungsweise Minimal wäre ein Euro. 4 Euro, mit Steady Track. Ja gut. Ihr wisst ja, wie der Hase auf Skinbaron läuft, ne? Ihr könnt hier oben dann einfach auswählen, was ihr suchen möchtet. Beziehungsweise, wenn ihr verkaufen wollt, klickt ihr einfach auf Verkaufen. Dann wird euer Inventar gescannt und dann könnt ihr halt irgendwas verkaufen. Das Geld könnt ihr euch dann einfach auf euer Konto auszahlen lassen, damit ihr es in bar habt. Das ist halt ein Riesenvorteil, ne? So, wo waren wir stehen geblieben? Bei Platz 8 waren wir stehen geblieben. Hier liegt die Directive, die Direktive. Die erinnert mich wirklich sehr stark an Robocop. Schickes Teil. Costa Quanta. Ja gut, ne? Minimal wäre 6 Euro. Aha. Ist also schon etwas mehr wert als das andere Teilchen, ne? Mit Stat-Track 135, ich glaube, es geht los. Schicker Lagik. Und da sind wir auch schon bei Platz 7, und zwar bei der Blaze. Ich muss echt sagen, dass die Liste generell sehr schwer zu erstellen war, weil ich am Anfang diese ersten drei Plätze, die habe ich eigentlich ziemlich direkt gefunden, aber der Rest ist fast so auf einer Linie. Danach gefallen mir eigentlich alle gleich, deswegen war es etwas schwierig, das zu kategorisieren. Aber ja, die Blaze liegt auf meinem 7. Platz. Ihr werdet euch jetzt vielleicht gleich über den 6. Platz wundern. Preismäßig ist die doch schon um einiges teurer als die bisher gezeigten. Guckt ihr das mal an. 110 Euro. 81 Euro. Schnäppchenmäßig sind wir da bei 81 Euro wirklich am untersten Punkt. Krass, wie teuer das Ding ist. Dabei sieht die doch gar nicht so gut aus. Denn jetzt haltet euch fest, mein Platz Nummer 6 ist die Oxid Blaze. Ich finde, die hat mehr als die Blaze. Die hat auch diese Flammen. Dann ist hier noch eine komplette Rust-Code-Waffe. Und sie hat noch ein Smiley und ein Stat-Track. Ich finde, die hat mehr. Also auch fürs Auge mehr. Die andere ist zwar farbig, aber das hier ist, also gefällt mir einfach besser. Vielleicht ist es auch einfach nur das meine, der mir besser gefällt. Ich weiß es nicht. Darum Platz Nummer 6. Preismäßig, wo stehen wir da, fragt ihr euch jetzt. Keine Sorge, zeige ich euch. Minimal Wear 41 Cent in Steady Track FN. FN 2 Euro. Das ist so eine Kleinigkeit, die kann man sich auch mal holen. Zum Geburtstag, weißt du, für 69 Cent. Blub. Als nächstes kommt bei mir die Sunset Storm, also auf Platz 5. Diesen Skin kannte ich jetzt noch gar nicht. Ich meine, das ist ja auch der Hauptgrund, warum ich diese ganze Top 10 Listen nochmal neu mache, weil bei jeder Waffe im Schnitt mindestens 2 Waffen dazugekommen sind, also 2 Skins. Und das ist so ein Skin mit einem Kerl, der eine Wurst ist, die ich halt noch nicht kenne, ja. Sieht ganz interessant aus mit den Wellen oder mit den Windbewegungen oder was es sein soll. Wolken vielleicht oder Muskelfasern, keine Ahnung. Rot, ja, ist jetzt nicht so meine Lieblingsfarbe, aber es hat natürlich hier was mit diesen ganzen Kleinigkeiten, die da drauf sind. Es gibt nur noch eine Besonderheit, das Teil hat 2 Versionen. Einmal diese hier, das ist die ich ausgewählt habe hier. Und dann noch die andere. Ich weiß nicht, wo da jetzt genau der Unterschied ist. Wir gucken mal. Der Würstchenmann fehlt. Der Würstchenmann ist nicht da, okay? Also ich nehme den Skin mit der Wurst halt, ne? Nicht diesen wurstlosen Kerl, ne. Dann haben wir hier auf Platz Nummer 4 die Midnight Storm und die finde ich schicker. Man erkennt mehr, also es hat mehr Kontrast. Es ist zwar kein Würstchenmann dabei, schade, aber ich finde das Teil auf jeden Fall besser als die Sunset Storm. Warum leckt denn die beim Drehen? Hallo? Was ist los? Auch ein schöner Skin, kann man nicht sagen, auf jeden Fall. Apropos Skin, wisst ihr, wer das aktuelle YouTube-Skin-Giveaway gewonnen hat? Faves. Also Faye, VZ, du hast das Teil gewonnen. Schreib hier einfach unter dieses Video, oh, ich habe gewonnen, hui. Und dann sage ich, nice, Bro, schick mir deinen Trade-Link. Und danach schickst du mir dann auf diese Anfrage hin deinen Trade-Link. Bitte dann auch wieder als neuen Kommentar. Wenn du eine Antwort gibst auf eine Antwort von mir, dann kann der Kommentar möglicherweise untergehen unter den ganzen neuen. Das ist die AWP Mortis übrigens, um die es geht, ne, für dich. Viel Spaß schon mal im Vorfeld mit dem Teil, ja, und Midnight Storm sieht ganz, ganz gut aus. Die Midnight Storm wird ja gar nicht oft angeboten, aber guck mal hier in FN für 4,50 Euro. Was denkt sich dieser Mensch dabei? Guck mal, der denkt sich, gut, ich habe eine FN-Waffe, biete ich an für 4,50. Der andere, meines Einsatz erprobt, 10 Euro. Deswegen ist die Seite ja auch so edel, weil du wirklich Leute hast, die sehr, sehr günstig ihre Skins verkaufen, meistens, weil sie das Geld schnell haben wollen. Das liegt mitunter daran, dass das Skinbaron dir eben auch vorschlägt, wie viel du angeben kannst für eine Waffe. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich habe gerade mein Inventar scannen lassen, wenn ich jetzt hier diese Waffe verkaufen wollen würde, diese Cyrex, dann kann ich natürlich, ich kann warten drücken, dann habe ich 100% des Steam-Preises. Also der Preis, der bei Steam vorgeschlagen wird oder der bei Steam zu einem Großteil genutzt wird, das wäre die 100. So bekommt man halt am meisten, aber es kann sein, dass es nie gekauft wird. Ich kann auch wahnsinnig sein, einfach 10 Euro reinschreiben, ja, aber dann wird es keiner kaufen. Und deswegen hat man hier unten diese Einschätzung. Ich kann warten,
guter Kompromiss, so gut wie verkauft, ich brauche dringend Geld und echt jetzt. Daher diese sehr oft günstigen Preise. Ohne jetzt Skinbaron beweihräuchern zu wollen, aber immer wenn ich nach einem Skin schaue, gucke ich immer kurz spaßeshalber in Steam rein oder auf anderen Seiten. Und wenn ich dann mit Skinbaron vergleiche, ist es auf Skinbaron immer günstiger. Der einzige Nachteil, den die Seite manchmal hat, ist, dass es etwas länger lädt. Wenn es sehr gut besucht wird, zu Prime-Zeiten, ja, wenn alle da sind, dann kann der Aufbau der Seite halt einfach ein bisschen dauern. Aber das ist für mich jetzt kein Beinbruch, weil ich kein hysterisches Kind bin. Ja, das jetzt schnell, schnell. Jetzt kommen wir zu den Top 3. Ihr wisst, was das bedeutet. Schreibt gerne eure Top-Liste auf, Top 10, Top 5, Top 3, wie ihr wollt. Beziehungsweise erratet schon mal, was ich wohl auf den drei Plätzen habe. Ich bin gespannt, was ihr tippt. Los geht es mit meinen Top 3. Auf meinem dritten Platz liegt die Desert Eagle Mecha Industries. Weiße Skins, beziehungsweise Skins mit Weißanteil sind ja dann doch recht oft beliebt. Die haben irgendwie was Frisches, was, keine Ahnung, Dynamisches. Gerade dann auch mit Schwarz gemischt sieht er sehr, sehr schön aus, weil halt der Kontrast nochmal ordentlich erhöht wird. Hier seht ihr übrigens immer eure Kugeln, ja, wie viel ihr noch habt im Magazin. Geiles Teil. Preistechnisch sind wir dabei, einem Angebot. Da habe ich jetzt keine Ahnung, wie das einzuordnen ist, weil hier ja nicht mehr dabei ist. Auf meinem zweiten Platz, jetzt wird es langsam spannend, habe ich die Code Red liegen. Ja, rot ist eigentlich nicht so meins, aber so, mit weiß und schwarz. Schick. Schick. Ich glaube, so eine Code Red habe ich auch noch nie in der Hand gehabt. Wir gucken mal, woran es liegen könnte. Vielleicht ist sie ja sehr teuer. Die hat schon echt einen dicken Preis. Okay, da ist ein Stat-Track dran. Die ist schon im Minimalwert 20 Euro, beziehungsweise Einsatz erprobt 15, 11 Euro. Also gar nicht mal so günstig. Und jetzt kommt der erste Platz, meine Damen und Herren. Freut ihr euch schon? Ich mich auch. Ba, 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 ba. Ich denke, das war ganz einfach, und zwar die Commit to Dragon. Ja, das ist klar. Die spiele ich hauptsächlich. Das ist meine Hauptdeagle, meine Main-Deagle. Rick is with you. Die habe ich von Riccarini Bambini bekommen und das ist wirklich ein heißes Teil. Ein heißer Ofen. Damit kann man reinhasseln. Oben, gerade von weiter weg, eigentlich sehr schlicht, von näherem dann ein Drache, der Kugeln spuckt. Hier unten, Purple, noch ein Drache. Stat-Track, noch ein Drache. Kostenmäßig ist die eigentlich auch recht tragbar. Gut, in FN mit Stat-Track 50 Euro, das ist schon haarig. Minimalwert 2, Static schon wieder, guck mal da, 7 Euro, 4 Euro. Das war es soweit mit der aktuellsten Top-10-Liste. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr auch im letzten Video schon so hart reingeschaut habt. Vielen Dank dafür, ich habe eben meinen Stiftdeckel rumgeschossen. Es kam ab und an die Frage auf, deswegen sage ich es nochmal ganz kurz. Ich mache für alle Waffen die Sache durch. Also wirklich für alle Waffen wird das einmal durchgearbeitet. Also für alle Scouts, für alle MP9s und so weiter und so fort. Weil scheinbar ein paar gedacht haben, dass ich eine Top-10-Liste mache von allem irgendwie. Also eine Top-10-Liste der krassesten Skins. Sowas kann ich auch mal machen, aber deshalb braucht dann auch mehr Zeit, weil ich meine, es gibt unzählig viele Skins. Und ich denke, es ist besser, wenn wir erstmal natürlich die Waffen alle durchabklappern. Und dann habe ich schon mal für mich selbst alle meine ersten Plätze von den einzelnen Waffen. Und dann muss ich noch die untereinander gucken, welche mir da halt besser gefallen. Wisst ihr, was ich meine? Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Bewertungen, Daumen, Kommentare und so weiter und so fort. Morgen wird wieder live gestreamt um 18 Uhr. Hasseln wir ordentlich rein, die Livestream-Zeiten stehen in der Videobeschreibung. Ihr müsst einmal aufklappen, da stehen sie drin, auch mit Link, ja, zum Stream. Ach ja, und vielen, vielen Dank an meine Patreons. Ihr unterstützt mich Monat für Monat und das ist wirklich geil. Und da muss ich noch ein bisschen mehr machen, ja. Also ich gucke, dass ich die Patreons immer in den Videos hinten drin habe oder zumindest so gut wie immer. Vielen Dank für alles. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank an Gameboy 7. Vielen Dank an Nico der Profi. Dankeschön Sanse. Meiner Swin. Vielen lieben Thanks, Bro. Noah. Dankeschön für deine Patreon-Schaft. Kut Kudak. Dankeschön, Brad. Legutz. Vielen lieben Dank. Und zu guter Letzt Riccarini Bambini. Kannst du...